Herzlich willkommen, liebe Gemeinde. Wir sind heute miteinander verbunden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute ist der Sonntag Jubilate. Jubeln in Zeit von Corona? Mir ist ganz oft gar nichts zum Jubeln zumute. Auch meine Konfirmanden waren erstmal sehr schweigsam, als ich fragte, habt ihr Grund zur Dankbarkeit in dieser Zeit? Soll ich dafür dankbar sein, dass ich im Moment meine Freunde nicht treffen kann und so viele Dinge abgesagt werden, an denen ich Freude habe? Auch die Konfirmation ist verschoben. Dankbarkeit in Zeiten, wo andere schwer leiden müssen und krank sind? Kann man wirklich in dieser Zeit dankbar sein? Ich kann und will keinem seine Ängste oder seine Wut absprechen über die Einschränkungen, die manchen sogar auf die Straße zu Demonstrationen treiben. Ich weiß, dass es im Moment vielen Menschen sehr schlecht geht. Gesundheitlich oder auch emotional. Doch lasst uns nun zusammen beten und schauen, für welche Dinge und für welche Situationen wir dennoch dankbar sein können. Lass uns dankbar sein, dass wir zu essen und zu trinken haben, damit wir bei Kräften bleiben. Wir können Gott danken für die Kraft des Heiligen Geistes, die uns mit Hoffnung auf das Gute in der Welt tatkräftig nach vorne schauen lässt. Lass uns dankbar sein für viele Menschen, die nicht ängstlich sind, sondern anderen helfen, wo und wie sie können. Lass uns dankbar sein, dass wir Gemeinschaft spüren dürfen. Auch wenn wir uns jetzt nicht so oft sehen, hat so mancher jetzt über die sozialen Netzwerke mehr Kontakt zu anderen als vorher und spürt dadurch, ich bin nicht alleine. Lasst uns dankbar sein für die Erkenntnis, was wir wirklich brauchen und was nicht, damit wir unsere Erde nicht noch weiter ausbeuten. Lasst uns Gott danken, dass er uns Wege aufzeigt, sein Geschenk an uns zu schützen. Lasst uns dankbar sein für Flora und Fauna, welche uns gerade jetzt im Frühling Leben verheißt. Thank you.
Joyce Meyer sagte mal, die größte Tragödie in unserem Leben kann zum größten Segen für uns werden. Denn wenn wir in einer ausweglosen Situation stecken, sind wir die besten Kandidaten für Wunder. Lass uns dankbar sein für die Neuorientierungen und Chancen, die wir heute noch nicht sehen und erkennen können, die aber kommen werden. Lass uns dankbar sein für den Ort, wo Gott uns hingesät hat, denn da können wir leben und wachsen und blühen. Sagt der Tante schön Danke. In den 60er Jahren kamen Besucher zu meinen Eltern zum Kaffee trinken oder abends und brachten uns Kindern eine Tafel Schokolade mit. Wir sagten natürlich Danke. Die Eltern wollten auch natürlich ein wohlerzogenes Kind präsentieren. Als Kind fühlt man sich nicht richtig, weil man eigentlich nicht Danke sagen möchte. Warum soll ich spontan jubeln, wenn ich eigentlich gar keine Schokolade mag? Ich bin durch die Erziehung zum Dank nicht dankbarer oder undankbarer geworden. Menschen haben mich eher beeindruckt, von denen ich so eine dankbare Haltung, ein dankbares Lebensgefühl vermittelt bekommen habe, denen ich Dankbarkeit abgespürt habe. Als ich älter wurde, habe ich gelernt, wenn du jemandem eine Rückmeldung gibst, dann tu das doch erst einmal so, dass du das Positive am Anfang sagst, das, was lobenswert ist, und erst dann die mögliche Kritik anbringst. Das ist bestimmt richtig, aber manchmal fragt man sich, lauert hinter diesem pädagogischen Dank noch etwas anderes? Was kommt denn danach? Danke ist ein sozialer Kitt in unserer Gesellschaft. Danken heißt, ich sehe, was der andere Gutes getan hat, wo er sich Mühe gegeben hat. Ich spreche Anerkennung aus. Wertschätzung tut gut und lässt Menschen wachsen. Aber das Danke muss aus einem selbst herauskommen. Loben kann man nicht erzwingen. Eine Bekannte, die sehr krank ist, erzählte mir, was mir in meinem Leben am wichtigsten ist, das sind die Menschen, die an meinem Fenster vorbeikommen, die mit mir bekannt und befreundet sind und die einfach mal reinschauen und guten Tag sagen. Ich fühle mich wie in einem Netz geborgen. Das tut mir gut. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Es sind die Dinge, die wir uns nicht selber geben können, die uns dankbar machen, die uns loben lassen und freudig werden lassen. So sieht es auch der Beter des 66. Psalms. Dort heißt es, jauchzt Gott, alle Länder der Erde, spielt zur Ehre seines Namens, verherrlicht ihn mit Lobpreis, sagt zu Gott, wie ehrfurchtgebietend sind deine Taten, vor deiner gewaltigen Macht müssen die Feinde sich beugen, alle Welt bete dich an und singe dein Lob, Selub, singe deinen Namen. Kommt und seht die Taten Gottes. Ehrfurchtgebietend ist sein Tun an den Menschen.
Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie schreiten zu Fuß durch den Strom. Dort wollen wir uns über ihn freuen. In seiner Kraft ist er Herrscher auf ewig. Seine Augen prüfen die Völker. Die Aufsässigen können sich gegen ihn nicht erheben. Preist unseren Gott, ihr Völker. Lasst laut sein Lob erschallen. Er erhielt uns am Leben und ließ unseren Fuß nicht wanken. Braucht Gott mein Lob? Wohl kaum. Er muss nicht an seine Wunder, an seine Rettung am Schilfmeer, an seine Schöpfungstaten erinnert werden. Aber wir schon. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die Menschen des Alten Testaments denken immer wieder an die Rettungstat Gottes am Roten Meer, wie eben im Psalm 66 vorgelesen. Sie erinnern daran, erstens, auch wenn du meinst, alleine zu sein, Gott ist für dich da. Zweitens, ich bin nicht allein verantwortlich für alles. Er hat dies alles für mich getan. Es kommt nicht auf meine Leistungskraft an. Und ich kann als drittes immer wieder von neuem anfangen. Das Alte vergeht. Ich bekomme die Chance von Gott, ganz neu zu werden. Was für ein Glück! Liebe Gemeinde, im Alltag erleben wir das oder denken das ganz oft. Jetzt stehe ich hier alleine und weiß nicht weiter. Durchgefallen in der Prüfung, okay, höchstens noch eine Nachprüfung. Oder ich höre, streng dich an. Das musst du schon alleine schaffen. Aber die gute Nachricht ist, Gott befreit uns von diesem schweren Druck. Loben ist ein Ausdruck der Erleichterung und der Freude darüber. Danke Gott, dass du mir beistehst, dass du mir Möglichkeit zum Danken gibst. Ich kann Gott nicht mit meinem Dank manipulieren. Nein, und beeinflussen auch nicht. Aber ich will ihm erzählen, wie froh ich bin, wie dankbar, dass er für mich da ist. Aus tiefstem Herzen will ich danken, auch wenn es mir manchmal danach nicht zumute ist. Aber manchmal ist es mir so, als könnte ich hüpfen und springen und fröhlich sein vor Dankbarkeit. Und will laut jubilieren, auch an diesem Sonntag Jubilate. Amen. Thank you.
miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der Herr, segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns und der ganzen Welt seinen Frieden. Amen.